willkommen in Dinas Hexenkessel. Hallöchen, hier ist die Dela. Ich wollte mich nur mal kurz melden, weil ich mal wieder eine kleine Umstellung im Feed gemacht habe. Denn ab heute existiert Delas Hexenkessel, der Teil des Gesamtfeeds, wo alles reinfliegt, was sonst nirgendwo reinpasst. Ich habe ja lange Zeit Delateratur mit Flo gemacht und solche Sachen. Ich habe den Dela-Garten, wir haben den Limastan und all diese Dinge. Aber das sind alles so Sachen, genauso wie Dela-Pent, die einfach zu unregelmäßig erscheinen, um einen eigenen Feed zu rechtfertigen. Und deswegen habe ich beschlossen, dass dieser ganze Krempel einfach jetzt in Delas Hexenkessel reinfliegt und dort vor sich hin braut und blubbert und Zeug macht. Ich habe also vor, hier wirklich alles zu machen, was sonst nirgendwo reinpasst. Ich werde hier ab und zu mal über die Bücher reden, die ich lese, weil sonst keiner mit mir über Bücher redet. Ich werde über mein Gebastel mit euch sprechen. Ich werde vielleicht ab und zu mal eine kuriose Schlafaufnahme hier mit reinwerfen. Also all der Blödsinn, der mir einfällt. Ich werde ab und zu mal über meinen Garten sprechen, über Menschen, über Behörden, über all diese Sachen, die mich aufregen, reden. Und generell über allen Blödsinn, der mir so einfällt. Nur damit ihr schon mal was davon gehört habt. Aber wie gesagt, das ist in erster Linie einfach eine Sammlung von Krempel und Dingen, die in meinem Hirn rumschwirren. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Es wird sich also nicht verändern. Nur, dass ihr wisst, wo ihr ab jetzt den ganzen Krempel findet, der sonst nirgendwo reingepasst hat. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, für euch und mit euch zu podcasten, weil ja der Delasaster-Cast an sich schon vor langer, langer Zeit eingestellt worden ist, weil ich einfach zu wenig Content produziert habe. Aber es wird hier tatsächlich auch nicht regelmäßig irgendwas passieren, nur dass ihr euch nicht wundert. Immer nur dann, wenn mir gerade was einfällt, wenn ich auf irgendwas Lust habe, dann werdet ihr hier eine Folge bekommen. In diesem Sinne, bis dann, lasst es euch gut gehen und viel Spaß. Tschüss!